herzlich willkommen hier auf der Kur Vadis. Ich bin der Mike von der School for Games und wir gucken uns heute mal alles so an, was hier so abgeht. Kommt mit! Das ist eine sehr, sehr große Game-Entwicklermesse und da treibe ich mich heute drauf rum, um ein bisschen in den Talk zu kommen mit berühmten Games-Entwicklern, denn die treffen sich ja alle und halten Talks ab, verschiedene Präsentationen, Vorträge werden gehalten zu bestimmten Themen aus der Games-Branche, wie es da so läuft und so weiter. Ganz viele unterschiedliche Firmen haben ihre eigenen Stände und da gehe ich jetzt mal immer so rum und nervt die Leute ein bisschen, labern mit denen, kommen mit denen in Kontakt, denn die School for Games hat uns einige Tickets zur Verfügung gestellt, mit der wir rauf können, um so ein bisschen mal in die Branche einzusteigen. Bin mal gespannt, was mich so erwartet. Ich war jetzt selbst noch nie. Dann lass uns einfach mal losgehen. Your background on why I think I know something about this is that it is a promotional opportunity, it's a sale opportunity. Personally, which is a lot of fun, but that's not really a career option. Wir spielen jetzt hier Dinosaur Island. Option Swift, ich bin mal ganz gespannt. Irgendwie Dinosaurier und so drum und dran. Und ich bin immer ein bisschen ängstlich, was Option Swift angeht. Ich bin gespannt, wie ich das dann empfinde. Du musst einfach tanken. Habt ihr Deutsch? Deutsch. So, ich bin nach der Kur Vadis jetzt wieder zu Hause. Ich habe so viele coole Leute aus der Branche kennengelernt, habe mich mit Leuten von ganz oben unterhalten. Außerdem habe ich echt wichtige Präsentationen mitbekommen von Leuten, die für Call of Duty arbeiten. Es war eine vom Humble Bundle da. Und ja, das darf man nicht vergessen, es gab wirklich auch sehr viel umsonst Energy Drinks, umsonst Eiscreme. Es war ein Traum. So, ich weiß auf jeden Fall schon, worauf ich mich auf nächstes Jahr freue. Aber worauf ich mich auch freue, ist die Amaze, die jetzt auch innerhalb der Games Week stattfindet, wo ich auch unterwegs sein werde und ein bisschen dokumentieren werde und das Ganze dann auch hier auf den Channel laden werde. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert einfach den Kanal oder klickt gleich hier, denn hier verlinke ich das Video für die Amaze. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Ich bin der Mike von der School for Games. Das war mein Bericht zur Kur Vadis und ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr dort. Tschüssi!